Ja. Es wäre mal schön, wenn die... wenn so ein Elite-Pack mal was fallen lassen würde. So, dann will ich gar keine Zeit verschwenden und direkt zum nächsten. Zum nächsten Kopfgeld. So, was soll ich jetzt hier? Tötet Gegner im Hain des Wehklagens. 100. Jetzt läuft mir natürlich erstmal... Hahaha. Das ging ja schnell. Was habe ich da eingesammelt? Das bringt mir nichts. Wieso war die denn so schnell tot? Das war ja fast lachhaft. Ja. Wollen wir doch mal schauen, ob ich hier nicht mal ein bisschen schneller die 100 Gegner zusammenkriegen kann. Kann nicht so schwer sein. Ich muss zugeben, meine gewohnten Attacken, so wie Geistwandler und so, die fehlen mir gerade schon ganz schön. Da merkt man eigentlich, wie mühselig das mal war am Anfang. Am Anfang von Diablo 3. So. Oh, ein Gürtel. Hey, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Geh weg. Was ist denn mit diesem lustigen Gürtel? Der bringt mir nichts. Hab ich mir fast gedacht. Feuerfledermäuse bringen mich jetzt auch nicht wirklich weiter. Oh, ein Pack. Oh, oh. Ich möchte nicht unbedingt in dieser zerplatzenden Wolke stecken. So, ich habe Stiefel gefunden, die ich schon anhabe. Sprungspinnen, das hört sich doch gut an. Dann wechseln wir das doch mal um. So, jetzt dürften die letzten 52 Gegner ja wohl ein Klack sein, falls ich hier mal einen Mobs finde. Mob finde. Ja, sag ich doch. Zusammen mit Giftpfeil unschlagbar. Was ist das? Hey, Kollege. Was? Ich hab Seelenernte. Hup. Hab ich die ausgewählt oder kam die von alleine? Dann muss ich jetzt aber mal gerade ein bisschen gepennt haben. So. Was ist das? Ein Stab. Bringt mir nichts. So. Und weiter geht's. Jetzt gehen wir... Tötet Garrosh den Infizierten. Machen wir das erstmal. Viele Gegner. Was ist das denn hier? Ja, das hatte ich doch vorhin schon. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin.
Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich 10 von 100. Verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Ja, klar verstehst du das nicht. Du kennst auch die Story von Diablo nicht. Ha. So, ich höre mal uns. Für mich ist das keine große Herausforderung. Ich darf nur nicht getroffen werden. So, Kollege. Fall bitte um. Bitte schnell. Sonst helfe ich nach. Ah. Nicht cool. Hey. Das ist jetzt aber ein bisschen unfair, so viele auf einmal. Was bringt denn die Seelenernte? Schaden macht die gerade nicht, glaube ich. Aua. Den Schaden? Hier. Gib erstmal meine Blumentöpfe auf den Kopf und meinen gefährlichen Margariten. Oh, Stiefel. Zeig mal her. Jo. 8 Intelligenz. Bla bla bla. Getötete Gegner. Ja, ja. Zieh ich mal an. Hübsch, hübsch, hübsch. Was ist das? Bringt mir nichts. Jetzt mache ich schon 17 Schaden. 17 Schaden schon. Wahnsinn. Und ich habe auch schon fast. Schon fast meine 100 Gegner zusammen. Aber auch nur fast. Und ich frage mich gerade, was meine Spinnen eigentlich machen, weil ich habe das Gefühl, mit meinem Blasröhrchen bin ich besser dran. Komm schon, Leute. Au. Ja, ein Gegner noch. Und offenbar nähere ich mich auch dem Ziel. Was macht das hier eigentlich? Ein Ziel bisschen mehr Lebenskraft gewährt. Ja, ja, okay. Schaden sollte das Ding mal machen. Sehr schön. So, ich laufe jetzt hier einfach mal dran vorbei. Platz für passive. Ihr glaubt, ihr könntet meinen Schatz stehlen? Ja. Ihr werdet diesen Raum niemals verlassen. Ja, klar. Garach, der Infizierte. Komm schon. Tja. Hat er sich wohl geirrt, der Garach. Garach. Ich glaube, so spricht man das aus. Garach. Garach. So, ich muss mal kurz in die Stadt, weil ich habe jetzt hier nämlich... Obwohl, nee, muss ich nicht. Ich kann das auch hier machen. Seelenernte, bla bla bla, keine Rune, okay, egal. Kreislauf des Lebens, sind sie mir dann stirbt, sind Chance von einem Zombie und automatisch erscheint? Nein. Reduziert sämtlichen Schaden, der von euch und Diener erlitten wird? Ja, nehmen wir das. Dschungelstärke, so. Und jetzt fehlen mir noch 2 Kopfgelder. Eines davon ist der Bruder des Apothekers. Da habe ich ja jetzt Bock drauf. Den muss ich jetzt natürlich auch als allererstes mal finden. Den Bruder des Apothekers. Ich stelle fest, wo habe ich denn die Mütze her?